Natürlich kracht es in Fort Lauderdale am laufenden Band. Über meinen Pager, den ich von der Polizei habe und auch für die Filmaufgaben brauche, erfahre ich von circa 15 Unfällen am Tag. Alle könnte ich filmen und würde dafür 300 Dollar bekommen. Aber ich habe die Hauptfilme zu filmen und ab und zu filme ich natürlich auch ausgefallene Unfälle wie diesen hier. Diese Frau hat die Stoßstange verloren ohne Fremdbeteiligung. Und das war ganz interessant. Und sie hat mir auch erzählt, dass sie schon mal irgendwo aufgefahren ist, aber keinen Schaden entdeckt hat. Der Schaden war eben so, dass doch die Halterung der Stoßstange des Spoilers gebrochen war. Die Erfahrung mit dem Auffahrunfall und nicht bemerkten Bruch der Halterung, das hat sie jetzt erfahren. 6 Tage später. Und hier hängen schon die nächsten am Haken.